Basis, die keinen Crash zu machen, das ist schon eine kleine Leistung. Lass uns mal laufen. Okay, ich mach mal eben Position für alle. Korrigiere 8 Magazine habe ich dabei. Klar. 14 I2 kommen. I2 hört. Habt ihr Kontakt mit unserem Gruppenführer? Negativ. Okay, verstanden, Ende. Wir sind auf Position. Bestätigt, wie ebenfalls. Markieren gleich. Okay, Hampel, was hältst du von der Position hier? Mach erstmal hier. Hier liegt an I2. Werde erstmal gucken. I2 hört. Unsere aktuelle Position befindet sich mittig von Zafarak auf an den Marktständen kommen. Ja, verstanden. Wir sind in 2 Minuten in Position, Ende. Ja, hier links, verstanden. Eine geeignete Position gefunden, komm. Negativ. Okay, jetzt wir machen links, mal... verstanden. Markiert dann eure Position. Also Sektor A ist die erste Kreuzung auf in unsere Richtung und 106 Grad hier unten sind wir bei dem schwarzen Fahrzeug, ja? Mhm. Das ist Sektor A. Sektor B ist der Fuß von dem Turm. Und ja. Skizze jetzt hier, so A und B. Turm ist B. A. Fährt auf der östlichen Anhöhe von Zafarak. C ist... Ja, der östliche Anhöhe sind wir. Stadt, wir haben den auch schon gesichtet. Halt, Steinentdeckung. Position ist die Wachenkisten markiert. Am Ende der Stadt, 2 Wachen. Davor Wachen. Dem Eingang. Wo? Auf 100 habe ich 13 Grad. 100, ja. Hier links verstanden. Wenn ihr auf den Markt gucken könnt, müsstet ihr uns sehen. Wir stehen an den Ständen. Da oben. Moment. Heuber, kannst du irgendeinen Elben? Okay, die Waffenkisten sind Sektor C. Gut. Schon mal Waffenkisten gezeichnet, ich nicht. Also die 3 sollten erstmal reichen, ja? Und alles, was hinter uns ist, ist echt ein Problem. Fifth, hier links, komm. Genau. Das ist das Rest, der Rest des Alten. Halt. Okay, ich sehe sie an der Waffenkiste. Fuck. Heli. Bei Touren alle Einheiten, hier kommt ein Helikopter aus, Westen rein. Hier links hören mehrere Fahrzeuggeräusche. Bitte identifizieren, dass es militärisch kommt. Ja, sieht so aus. Militärischer Hubschrauber. Fahrzeug können wir nicht identifizieren. Okay. Der Heli gefällt mir nicht. Ziege im Hinterhof. Dritter Soldat geht an den Wachen vorbei. Scheint mir eine Wache zu sein. Eine Patrouille. Gut, wir zielen mal gleich auf das, was in den Helis rein sein könnte. Die landen nicht dort. Jeep ist abgebogen, macht wahrscheinlich Patrouille. Also die Helis gefallen mir gar nicht. Hier fest an Gruppenführer, mehrere Infanteristen, circa 10 Mann kommen in aggressivem Modus auf uns zugelaufen. Richtung? Befehle. Weiß Schuss, nicht. Ich hab's nur. Feuer frei oder nicht? Wir werden hier langsam einkehren. Das ist beim. Ja, I1 und I2. Wir haben hier einen der Dinger. I2 hat keinen Einblick. I1 muss übernehmen. Da sind jetzt Soldaten am nördlichen. Am Sektor A. Wir haben Feuerfreigabe. Okay. Ja. Sehe ich direkt auf der Kreuzung. 9, wollen wir die bekämpfen, die auf der Straße sind, die jetzt auf uns zukommen? 3, 8. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute. 10. Wir machen mal den Jeep am Anfang, ja? Ja. Ich habe gerade auf Fluchtklasse. Der ist 730 aktuell entfernt, der ist auf 788. Dann fährt weg. Ja, ja. Bleib mal auf 938 erstmal. Ja,
Feuerfreigabe erteilt. Wind ist 1,5, freies Feuer. Wind geht auf 1,0. Feuer. 06, 05. Zweiter Jeep kommt die Straße Richtung Norden runter. Zweiter Heli ist abgeschossen worden. Ja, verstanden. Wir kümmern sich um die Jeeps. Der Schütze beim ersten Jeep auch im Visier, aber es ausgestiegen und okay, super den Feuer. Feuer. Welche? Wind. Ach, scheiße. Zweiten Jeep. Zweiter Jeep, Wind 1,5. Feuerfreigabe, freies Feuer. 1,5. 1,4. Treffen. Schütze down. Sauber. Achtung, okay. Die anderen kommen jetzt auf I1 zugelaufen. Die jetzt von der Rippen sind aber noch weiter entfernt. Ja. Okay, also. Der Stadt selbst sehe ich nicht. Das hat ich jetzt aber nicht gemacht. Ne? Wir haben nur die beiden Jeeps eliminiert, Ende. Ist irgendwas statisches Ziel? Negativ. I1 hier auf. In der Stadt auf dem Dach ist einer von euch tot, kann das sein? Hast du schon unsere eigenen Einheiten entdeckt? Statisches Ziel ist auf dem Dach an der Kreuzung unten. Sektor A. Großer Haus. Ja, Sektor A, ja. Ups, 780 sein, also auf LL975. Tätig. Oh, ist 1, weg. 5. Weg, weg. Bleib auf der gleichen Höhe, da sind ja noch mehr Soldaten. Freies Feuer, würde ich sagen, auf die anderen Soldaten. Wind ist in den Rinden. Moment, 04. 02. Schieß jetzt bereit. 01. Windstille. Ah, Windstille. Laufen. Ja, ja, ja. Windstille. Da, ja. 02. Boah, das leckt, ey. Ja. Ne, okay, Abbruch. Bombenleiter 1, von 2. I2, wir haben hier im Norden der Stadt an der Kreuzung etwa 10 Infanteristen, sind aber nicht im Kampf. Ende. Eagle One, könnt ihr uns unterstützen? Wir würden von Norden aus die Infanterie angreifen, sodass ihr mit den Sniperwaffen ein paar dezimieren könnt, wenn sie in Kampfmodus gehen. Ich werde denn nochmal Bescheid geben. Du Hampel von Sektor A nach links so. Unten, ne? Die Infanterie kommt ja. Sehr schnell näher. Glaube, okay, aber... Hier bald weg. Ja. Wir können ja nicht die alle ausschalten. Ich wollte gerade sagen, ausschalten will ich sie nicht und kann wir nicht. Stell mich auf die Waffenkisten kommen. Wir haben verstanden, gehört, wir haben sie im Blick, sind aber 500 Meter. Wir könnten uns, könnten sie bekämpfen, aber sie würden uns dann ausschalten, Ende. Markierung der Gegner folgt. Können wir sie vielleicht... hier ist nochmal I1, hör mal, habt ihr da unten in der Stadt Tote? Hast du das gehört, Hampel? Ja, mit Markierung der Gegner folgt. Nee, nee, das meine ich nicht, wir haben hier unten keinen Kontakt. Oh, okay. Ach nee, das ist unsere Einheit, das ist Schiss. Okay. Jetzt geht das Geballer los, wir rücken mal 5 Meter weiter nach vorne und dann hier. Ziele direkt 12 Uhr vor. Ja. Einer kommt den Berg hochgelaufen. Siehst du meinen Laserpunkt? Einer steht. Du, ich sehe nicht. Ja, sehe ich. Okay, da wo der eine hockt, ne? Den machen wir jetzt. Ja. Jetzt. Entfernung. 435. Null dich mal grundsätzlich jetzt auf minus 225 ein. Ja. Wind ist fast unerheblich, aber ich gebe es dir trotzdem, falls er extra gut.
Null Windstille haben wir, du hast Feuerfreigabe. Ja, Schuss, die laufen. Wir unterstützen euch jetzt von der rechten Flanke aus, Ende. Hier schieße ich in den Berg. Ja, haben wir gesehen. Der ist down. Okay, linke Seite kommt jetzt in unsere Richtung gelaufen. Hast du den? Negativ. Ich sehe Gras, scheiße. Okay, noch keine Sicht. Keine Sicht. Das war ein Abschuss, gute Arbeit. Am Hang. Am Hang. Alles klar. Dieses Allah Akbar erinnert mich an Ipo-Minister, wie er mit seiner Sprengladung. Gut, ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe hier keine weiteren Feinde mehr, Ende. Get right at ATV. Ready to kill? Yes, baby. Ring! Und so 2,5 PS hier. Ja. Schnell und leise. Links. Meide ich gerne, ja. Sind nur so. Wink mal, wenn wir dran vorbeifahren. Mhm. Oh, guck mal, ein Nahkämpfer. Hallo. Schnell weg. Oh, Junge. Sollen uns den Arsch retten, denkt man. Ja, ich meine, man sieht ja nicht all diese Viecher aus dem Berg kommen. Ja. Also mit Schnelleck scheint die echt Probleme zu haben. Ja, der ist irgendwie. Der ist ja vorhin disconnected, weil. Mal, stopp! Boah! Weg, weg, weg! Zurück, zurück, zurück zu! 7th, enemy medium range! Hier ist alles klar, Feindkontakt im Norden. Scheiße. Lebst du noch? I2, bitte wiederholen. Moment, Hampel, lebst du noch? Fahrt zu uns an, ich brauch Sunny. Oh Mann, Leute, Leute. Also, da sind sie wieder. Mein Sniper hier braucht schnell einen Sanitäter. So noch? Okay, alles also, klar. Also, ich bin in den Norden von Sabarak. Nee, doch vorgerückt. Und ja. Ich dachte, dass da alles sauber sei, weil ihr da gewesen seid. Aber dann wurden wir plötzlich beschossen. Das war wohl der Checkpoint. Oh. Ja. Gut. Dann drehe ich nochmal einen größeren Bogen. Dann brauchen wir nochmal 10 Minuten gleich. Kann jemand den Motor ausmachen von dem ATV? Danke. Sorry. War ein bisschen. Ja. Okay. Ungedeckt, ich hasse es. Aber ein gutes Schussterrain. Ja, aber. Wir müssen nach vorne, sonst gehen alle Schüsse in den Boden, ja. Ich fange jetzt mal die Gegner zu zählen. Links von I2 würde kommen. Hier links kommen. Wir haben das Einsatzgebiet erreicht und zählen etwa 10 bis 15 Infanterie. Keine Fahrzeuge, keine statischen Verteidigungsmöglichkeiten, die wir soweit sehen können. Hier links verstanden. Ich korrigiere. Eventuell statisches MG. Und zwar an der Straße Richtung. Hier I1, wir haben Feindkontakt 90 Grad im Osten. Okay. Aber weit entfernt. Weites statisches. Ja, bitte weiter beobachten.
oder zweiten Bunker erstmal. Bekämpfen, aber solange die euch nicht bemerken und euch vorlassen, weiter beobachten. Wir werden vielleicht den Javelinenkampf übergehen. Welche? Unser anderes Ding? Wie wir sehen, okay, wie die anderen Dinge kommen ja aus dem Norden, Nordwesten. Ja, ja klar. Also eher links an die Einheit. Könnt ihr bitte auf der Karte die grobe Positionierung der Schildkarte markieren? I2 hat keinen Sichtkontakt auf die Schildkarte aus Südwesten. Die Schildkarte sind markiert. So, jetzt ist alles geklärt. Die sehen gerade Schilkers. Ich habe jetzt zweimal durchgezählt. Ich zähle 20. Ja, Ivan, Schilker ist markiert. Beide. Kommt hin. Hier links verstanden. I2 hat die Infanteristen durchgezählt. Wir kommen auf etwa 20 jetzt. Ende. Yes. Lasermarke an. Geht nicht. Lasermarke aus. Lasermarke an. Linksklick. Geht nicht. Geht nicht. Lasermarker war ja auch nicht an. Jetzt, also 730, glaube ich. Glaube ich. 788, ja. Ja, ja. 788. Was? 788? Oh, I1 down. Fuck, fuck, fuck. Hier ist I2, erstmal hingucken. Wir glauben, I1 hat's gerade erwischt, Ende. Oh. Ja, hier links liegt ebenfalls schwer am Blut. Da vorne sind sie. I2 hat leider keinen Sichtkontakt auf irgendeinen Bestand. Doch! In eurer Nähe. Achso, aber. Ah, ich sehe I1, ich sehe sie. Guck mal, ja, I1 sehe ich, genau. Die habe ich, genau. Aber. Ich suche den Schuss. Ja, sehe ich auch nicht. Was ist das denn für eine dämliche Position da oben? Vielleicht von links. Ich will an links kommen. Hier links. I1, eure Position sieht sauber aus, Ende. Wo kann der Beschuss her? Ende. Ja, sag hier nochmal zum Eingangsbereich. Das war ja A. Wie viel Meter? 730, ne? Habt ihr freies Ziel auf die. Freies Feuer auf die Infanteristen? Ja, verstanden. Der hat gesagt, wenn wir die Schickers ausgeschaltet haben, haben wir freien Beschuss auf die Infanteristen. Okay. Wird das denn nötig sein? Wollt ihr unbedingt in die Ortschaft rein? Es wird womöglich nötig sein, da dort ein Luftabwehrradar steht. Wir nicht wissen, ob wir das mit unseren Javelins noch ausschalten können. Gut, wir halten uns bereit. Was wolltest du eben sagen, Hampel? Sektor Alpha, 730 Meter. Namen, Jungs. Ja, Ben. 725. Nein, haben das geklappt, Donner? Okay. Ich könnte da knutschen, ey. 7, ja, Ast rein. 775, würde ich sagen. Ast rein, hat genau gepasst. Fist an links kommen. Hier links kommen. Haben gut, Stellung gezogen, Mike hat ein Ziel. Wir sind soweit auf Feuerposition. 790, ja, Bravo entfernt, links. Das ist 10-1-3. Ja, hier links verstanden, ich werde mich jetzt. Ja, ja, genau. Ich sage ja, darauf bin ich eingestellt. Ja, wobei, wenn die von da oben runterkommen, das ja eher schlauer wäre. Wir gucken mal. Also, ich würde es am liebsten so machen: du schaltest sofort die beiden. Ich glaube, hier kann man nicht nachstellen. Moment. So, was? Du okay. Du holst dich jetzt mal auf die beiden Wachen ein, auf die hintere am Eingang. Ich schmeiß schon mal das Kessel an, die wollen wohl bald angreifen, wie es aussieht. Ja, gut, die beiden an den Sandsäcken habe ich im Visier. Ja, dann gibst du zwei schnelle Schüsse ab. Und dann gucken wir mal, was die anderen Infanteristen machen. Oh, so, erste Schilder. 2-6, Wind. Ja. Du musst dich beeilen, wenn du ein statisches Ziel hast, würde ich eher zweimal schießen als einen Sicherheitsschuss.
2, 3. Ja. 2, 0. Ei, du Feuererlaubnis, ei, du Feuererlaubnis. Wollen, den habe ich. Feuert. Einer down, der andere ist hinter den Sandsäcken, nicht einsehbar. Nimm bei zwischen Alpha und Bravo. Die Linkschilker ist noch lebendig. Hab ich, dreimal. Scheiße, Kestrel aus, Kestrel an. Mad Mike ist down. 3, 5. 3, 0. Verstanden. 2, 5. 2, 0 mach. Wohin? Ja, das ist immer, ist die, bleibt mal auf dem gleichen. Ja. 2, 6. 3, 0. Nimm mal Sektor Bravo. Nimm mal da die Ziele. Ja. Die schießen nämlich okay. Gerade. Ja. Aito kümmert sich um die Ziele bei der Radarstellung. Ja, links verstanden. An alle Einheiten, soweit zurückziehen, nicht im Feuer okay. Aufsetzen. Aito hat Feuerfreigabe. Einer 4-0. Down da. 4-0, ja. Ziel auf uns jetzt, pass auf. 4-5. Ja. Nee, würde schießen haben wir. 5-0 gleich. Der ist down. Fifth, wir kommen zu links. Bei der, bei dem Zelt ist noch einer. Ja, ja. 5-0. Oh, der geht in die Pipeline um. Ihr Lynx an Fist und I-1, bitte lauft nicht so offen im Vorfeld rum. Gerne. Wind? 4-5. 4-0. Sinkt sehr schnell. 3-5. 3-0. Ich würde die beiden beim Zelt machen jetzt. Ja, ja, bitte. 2-0. Feuer. Feuer. Jo. Feuer. Treffer. Der war's. 1-5. Feuer. Okay. Feuer. Feuer. Ja. Feuer. 1-0. Ja. Down. Treffer. Sauber. Steigt auf 2-0. Feuer einstellen. Ja. Neue Ziele. Schön. Ab Feinkontakt Nordost auf ja. Unsere Hügelkette. Nordost sagen die mit ihrem irgendwelchen Feinkontakt Nordost. Ja. Die am. Okay. Oh, jetzt bin ich aufgestanden und wechsel erstmal. Ja, ich hab hinten. Außerhalb, ja, ja, ich seh ihn, zwischen ich den Pipelines. Ich weiß, ich sehe ihn. Entfernung. Player left. Moment. Gott, ich will Arma 3 haben. Ich sehe ihn nicht mehr. Schade, ja, der hockt direkt in der Kurve. Da. Jungs, denkt dran, nicht so viel Munition verschwenden. Vordere Pipeline. Ja. Kann mir jemand einen Server aufmachen? Ich sehe bei dem zwischen Alpha und Bravo, ja, über Alpha sehe ich ein paar Ziele. Der bei der Pipeline. Ja, läuft jetzt her zwischen 830, den Pipelines. Ich glaube ich, aber ich bin. Nimm mal den bei Alpha, da kennen wir die Entfernung. Okay. Da ist einer links von Alpha. 775. 4750. Ist verschwunden. Jo. Jetzt ist er rechts aufgetaucht im Gebäude. Ja, sehen. 3538. Ja. 4-0. Ja. Feuer. Feuer. Nee. Feuer. Bewegt sich. Nachladen. Reserve 2, ja. Okay, haben wir noch andere Ziele hier? Sehe ich nicht. Rechts von Alpha sind noch 52. Ja, sehe ich. Den rechten am Haus, bitte. Den linken, ja, den rechten. Meine ich. Den linken, Wind linken 6, direkt 6, an der 0, Ecke. 6, 0. Ist noch Infanterie unten. 4, 5. Feuer. Feuer, 4, 0. 3, 5. 3-0, ja. 2-5, 2-0, Pipeline, steigt auf leckt. 3-0, 4-0, ja, keine Schussheit, ja, die hat, Enemy Assault ausgeschaltet, jetzt müsste wieder Ruhe im Lager sein, Ende. Wie ist denn eigentlich dein gesamter Munitionsstatus? Gut, die Sache ist dir gleich. Ja, ich meine 35 Schuss haben wir ja, ne? Gehabt. 40. Ja. Wir sind bei 10 oder 15. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magazine noch. Links von Alpha habe ich was. Ja. 3, 5 der Wind, 3, 8 jetzt. Scheiß Wind hier, warum muss links das von jetzt... Alpha. Ja, ist wieder verschwunden. Sehe nichts. Ja, ich sehe. Sehe ich. Da ist noch einer im Bunker. Kannst du mir den geben? Versucht mal bitte die MG-Stellungen auszuschalten, ja? Nee, scheiße, den wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Da sind die Metall, die Pipelines vor.
Ich nehme an, du meintest I2 jetzt... und wir haben Pipelines dazwischen, können wir leider nicht einsehen. Ja, verstanden. Ich meinte aber noch I1. Wenn I2... Wir haben mehrere Infanteristen, die zu euch hochlaufen, seid vorsichtig. Ja, verstanden. Könnt ihr auf die wirken? Negativ, ist ein kleiner Hügel dazwischen. Okay, verstanden. I2, Freigabe zum Positionswechsel auf gut. Bessere also Deckungsbereich. Den im ersten... Wir machen uns auf den Weg, Ende. Ja, haben wir. Okay. Den im ersten Bunker, den könnte ich ausschalten, aber gut, den wirst du wahrscheinlich, glaube ich, nicht sehen. Dann. Nee. Wir sollen unsere Position verändern. Donny, kannst du hier? Ja, ich höre dich. Wir gehen mal... Kannst du sagen, ja, du machen bitte auf. Ich glaub das gleich. Nimm noch das ATV, Hampel. Ich weiß, ich glaube, ich nehme das ATV, ja, lade ein hier. Gegen seinen Willen ein. So. Ja, ich werde dir nicht weglaufen, keine Sorge. Ey, warte mal, jetzt aber mal wirklich hier. Du, guck mal auf die TS-Liste, da ist keiner mehr in Funkreichweite. Bei mir. Also bei mir reden wir. Wir sind hier zu 11. Und keiner antwortet dir. Da in der kleinen grünen Häusergruppe. Okay. Nicht, dass wir gleich Panik kriegen. Heyo! Sauber. Ist ja der Schrein. Yay! Alter, nicht schlecht, Männer. Ich hab's miterlebt. Auch wenn ich mir schon ganz